Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren Challenge Run und zwar dieses Mal zu Pokémon Smaragd mit einem Formio und das ist ein sehr besonderes Gimmick-Pokémon, das sich komplett ums Wetter dreht. Formio ist normalerweise ein reines Normal-Pokémon, aber wenn man Sonnentag, Regentanz oder Hagelsturm einsetzen sollte, dann ändert sich die Form von Formio und es nimmt quasi den Typen an vom Wetter, also Feuer, Wasser oder Eis. Und das ändert dann logischerweise die Schwächen und Resistenzen und das Pokémon hat andere Step-Attacken. Aber ganz wichtig, Freunde, es hat auch später die Attacke Meteorologe per Level Up und das ist eine 50er-Base Normalattacke, die auf 100er-Base anwächst im Wetter und die Attacke nimmt dann auch den Typen an vom Wetter, also wieder Feuer, Wasser oder Eis. Und da Formio logischerweise ebenfalls seinen Typen ändert, hat es dann Step auf diesen Angriff in egal welchem Wetter. Außer leider Sandsturm, weil Sandsturm hat tatsächlich keinen Effekt auf Formio, es gibt keine Sandsturmform. Sehr, sehr schade, aber so ist es nun mal. Meteorologe allerdings würde dort zu Typ Gestein werden, wird allerdings für diesen Run hier praktisch keine Rolle spielen. Wie auch immer, am Ende des Tages kann man die Attacke Meteorologe noch ein bisschen pushen über halt Sonne oder Regen, weil es halt in diesen Wettereffekten noch ein bisschen mehr Damage von alleine macht. Aber obwohl Formio diese ganzen Tools hat, ist es halt immer noch kein so gutes Pokémon. Es hat nur eine Basiswertsumme von 420 und das ist nicht so gut und es hat quasi 70 Punkten in allen Werten. Es ist also absoluter Allrounder, kann aber nichts wirklich perfekt. Wie auch immer, ich wollte dieses Pokémon vor allem deswegen spielen, weil es so unglaublich besonders ist und natürlich kann es die Wettereffekte auch alle selbst rauslegen, es lernt die Attacken alle per Level ab, man muss aber permanent abwägen im Run, was man gerade noch ins Moveset packen möchte, weil man hat ja nur 4 Slots, das ist tatsächlich relativ komplex. Ihr wisst Bescheid, Freunde, das hier ist mein Ruleset für meine One-Pokémon-Runs. Wenn ihr diese Runs hier schon mal geschaut haben solltet, werdet ihr das auf jeden Fall kennen, aber für neue Zuschauer blende ich das jedes Mal nochmal ein. Denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich derzeit regelmäßig livestreame. Ich habe dort mal wieder ein sehr großes Livestream-Projekt am Laufen, von daher bin ich praktisch jeden Tag live von 13 bis 0 Uhr. Ihr könnt ja gerne mal reinschalten, ich werde es in der Beschreibung verlinken. Und lasst auch sehr gerne hier ein Abo da. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, bei den 50.000 Abos wird es auch mal wieder ein kleines Special geben, von daher seid schon mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Video. Und ich kann euch schon mal eins sagen, so ein Pokémon wie Formio spielt sich wirklich sehr, sehr besonders. Also, es ist ein sehr interessantes Gimmick-Pokémon und ich wollte es unbedingt mal challenge-runnen. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit, da war meine Starter-Pokémon. Und ich habe mich dieses Mal entschieden, der guten Maike hier ein Hydropie zu geben, weil ich das nur sehr schwer, sehr effektiv angreifen kann. Beispielsweise Flamly oder Gengar wären deutlich simpler gewesen, weil ich dort einfach in die Wasserform bzw. Eisform hätte wechseln können, um die komplett zu zerstören. Bei Morabel allerdings später wird es nicht so einfach sein. Und danach ging es auch schon los mit dem ersten Kampf gegen Zickzacks und der war ziemlich simpel, einfach deswegen, weil ich hier mit Tackle sehr viel Schaden mache. Man darf nicht vergessen, dass ich hier Step habe, auf Tackle tatsächlich, wenn ich nicht verwandelt bin. Also, normale Attacken haben auf Formio relativ großes Potenzial und so furchtbar sind ja auch nicht seine Basiswerte. Also, da habe ich schon deutlich Schlechteres gespielt in Challenge Runs. Und dann konnte ich mein Pokémon auch schon benennen und ich habe es dieses Mal nach meiner Zuschauerin Claudia benannt und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil das finde ich immer sehr cool. Und anschließend ging es dann auch schon weiter mit dem ersten Kampf gegen Maike und der Hydropie Level 5. Aber ganz wichtig, Freunde, das hat ja noch keine Step-Angriffe und dementsprechend war der Kampf hier noch relativ easy. Man merkt ja auch mal wieder, dass Tackle tatsächlich gar nicht so übel ist. Auch wenn ich nicht überlevelt bin, kann ich damit halbwegs soliden Damage machen im Early Game. Die Attacke wird natürlich später absolut sinnlos werden, aber für diese Anfangskämpfe hier war es auf jeden Fall ein gutes Tool. Und aufgrund meiner soliden Basiswerte habe ich hier auch easy im First Try gewinnen können. Ich konnte aber meine Taktik nicht so wirklich variieren, weil ich hatte leider noch keine anderen Angriffe zur Verfügung. In Meteoros City angekommen, habe ich mir aber dann ein sehr cooles Item holen können, und zwar die gute alte Flinkklaue, mit der ich stellenweise Pokémon outspeeden kann, für die ich eigentlich zu langsam wäre. Und da Formio hier nur 70 Base Init hat, ist es sehr gut, das Item zu haben, weil outspeeden könnte stellenweise zu einem echten Problem werden, Init ist immer eine sehr gute Sache. Anschließend folgt aber leider auch schon die erste Arena, und das ist die Bodengesteinsarena von Felicia, bei der ich praktisch gar nicht richtig antreten kann. Ihr müsst bedenken, ich hatte nach wie vor hier nur Tackle, weil ich bisher noch keine Level optional gegrindet hatte und mit Tackle mache ich halt gegen Bodengesteins-Pokémon praktisch gar keinen Schaden und die hat sogar hier schon 3 Pokémon, die sich stellenweise gegenhealen können. Felicia hat hier 2 Kleinsteins und ein Asklet und ich kann nicht mal ansatzweise das erste Kleinstein besiegen. Es sieht also wirklich, wirklich düster für mich aus, mir war klar, ich muss maximal aufleveln, bis ich zumindest mal einige gute Angriffe bekomme, die hier sehr effektiv treffen. Das Gute ist aber, Formio kann die relativ zügig lernen, also so viel Grinding ist gar nicht mal notwendig.
aber auf diesem Level hier war es definitiv nicht denkbar. Sollte man allerdings Level 10 hier erreichen, dann bekommt man drei neue Angriffe, und zwar Glut, Aquaknarre und Pulverschnee. Es sind drei Angriffe, die man dann später pushen kann über das Wetter mit jeweils 40er Base und verschiedenen Nebeneffekten. Das Wichtige für diese Arena allerdings war natürlich Aquaknarre, weil damit konnte ich die Kleinsteinzieher vierfach effektiv treffen und die Nasknet normal sehr effektiv. Man muss hier aber leider weiterhin eine Sache bedenken: Formio hat nicht die beste Verteidigung. Es hat zwar ausgeglichenen Bulk, aber leider nicht allzu hohen. Und wenn ich hier noch ein bisschen unterlevelt bin und von Felsgebern getroffen werde, macht das richtig viel Damage. Es lohnt sich also so ein bisschen darauf zu grinden, dass die ersten 1-2 Felsgeber missen. Und dann lohnt es sich weiter zu spielen. Weil wenn man bereits bei den Kleinsteins unfassbar viel Schaden einstecken wird, wird man das Glied nicht konstant besiegen können. Das klappt einfach nicht. Dafür hat man dann schon zu viel Damage. Wenn aber die ersten paar Felsgeber einfach nicht treffen, dann sieht es sehr gut aus. Weil die Kleinsteins können hier stellenweise Tränke verbrauchen, die später bei Nasknet noch sehr gefährlich hätten werden können, und dann ist Nasknet eigentlich relativ gut machbar. Sollte man allerdings tatsächlich hier gewinnen, dann normalerweise relativ knapp. Und ich habe hier sogar gewonnen im roten Bereich mit nur 2 KP. Also viel knapper hätte es bei mir nicht laufen können. Ich finde es aber schon ziemlich krass, dass Formio hier auf Level 10 durchgekommen ist. Ich meine, das ist eine ziemliche Leistung, das schaffen nur relativ wenige Challenge-Pokémon, aber die Attacke Aquaknarre ist halt in dieser Arena ziemlich gut. Danach kommt aber auch schon das Michael-Battle in Meteoros City, und das ist normalerweise komplett geschenkt, aber deswegen, weil man halt für Felicia komplett überleveln muss, aber das war ja heute nicht unbedingt der Fall. Ich war also sehr gespannt, ob dieser Fight hier zum ersten Mal eine tatsächliche Rolle spielen wird. Ich muss aber sagen, Michael hat mich erneut komplett enttäuscht. Sie beginnt hier nämlich mit einem Kurtel, und das spammt aus irgendeinem Grund so lange Fluch, bis es tot ist. Es wehrt sich einfach überhaupt nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die KI versagt hier einfach komplett und macht überhaupt gar nichts. Wie auch immer, so konnte ich Kurtel natürlich ohne Damage besiegen und stand damit vollen KP vor ihrem Hydropie. Und ja, das kann natürlich Glut resistieren, Aquaknarre und auch Pulverschnee, wenn ich aber neutral angreifen sollte über Tackle, habe ich relativ gute Karten. Denn natürlich macht Hydropie hier auf so einem kleinen Level noch nicht allzu viel Damage. Klar, ich bin jetzt auch nicht überlevelt oder so, aber der bloße Fakt, dass ich hier Step habe auf Tackle, genügt, um tatsächlich Hydropie zu besiegen, weil ich nicht vorgeschwächt war über das verdammte Kurtel. Und so kann ich diesen Fight hier für mich entscheiden. Eigentlich ein bisschen schade, weil der Kampf hätte interessant werden können, aber Michael hat mal wieder komplett versagt. Aber gut, danach geht's dann weiter in der Kampfarena von Camillo, und die ist theoretisch fürs Erste komplett optional. Man könnte sofort nach Gravipot City aufbrechen und die Arena erstmal hinter sich lassen. Ich wollte jetzt aber mal schauen, wie weit ich kommen werde mit Formio in der Normalform, weil meine ganzen Wetterangriffe werde ich ja erst auf Level 20 lernen. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn man hier fair antritt, durch reinen Damage, hat man nicht den Hauch einer Chance. Bereits das Macholo von Camillo wird einen komplett in der Luft zerreißen und man kann dagegen praktisch gar nichts tun. Das bedeutet, ich brauchte hier einen kleinen Trick. Und dieser Trick ist halt einfach Pulverschnee. Damit kann ich den Gegner zu 10% einfrieren und es ist möglich, dass er theoretisch nie wieder auftaut. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber ich habe es hier einmal schaffen können, dass Macholo so lange eingefroren war, dass ich den ersten Kill hier wirklich mal geschafft habe. Ich will aber an der Stelle betonen, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Also, ich habe schon eine ganze Weile gebraucht, um Macholo zu besiegen, und dass es in der gesamten Zeit nicht einmal aufgetaut ist, ist fast schon lächerlich, zumal es sowieso ziemlich unkonstant ist, diesen Freeze überhaupt erstmal rauszulegen, weil wie gesagt 10% sind nicht allzu viel. Wenn man allerdings Macholo besiegt haben sollte, geht's danach weiter mit Meditee. Und ja, das kann stellenweise Schilde rauslegen, aber ansonsten wird es permanent nur Focus Punch spammen, und die Attacke kann man abbrechen, sollte man einfach permanent Schadensattacken auswählen. Und das heißt, dass Meditee einen unmöglich besiegen kann. Man wird also, wenn man Macholo durch ganz viel Glück besiegen sollte, tatsächlich sogar Camillos letztes Pokémon sehen, ohne dass sich Formio aus der Normalform verwandeln kann, was ich schon ein bisschen witzig fand. Der Haken ist nur Makuhita, also das Ace-Pokémon von Camillo, ist natürlich auf einem ganz anderen Level. Das ist ziemlich gut gelevelt und es ist halt einfach mal wieder sehr effektiv auf mich, und das wird definitiv zum Angreifen kommen. Ich könnte das zwar theoretisch auch einfrieren, aber es wäre praktisch unmöglich, das hinzukriegen, weil die Odds einfach viel zu gering wären, und dass das Pokémon so lange eingefroren bleibt, dass ich es auch kille, das ist praktisch unmöglich. Wie auch immer, ich wusste, auf dem Level wird das nicht klappen. Ich bin also erstmal weitergegangen nach Gravipot City und wollte jetzt gegen Maike antreten. Ich war aber nach wie vor noch nicht auf Level 20 und hatte deswegen immer noch nicht meine Wetterangriffe, und das ist halt einfach durchaus ein großes Problem. Sie hat hier ein Lombrero, ein Morabbel und ein Schneckmark, und ich werde diese drei Pokémon einfach nicht konstant besiegen können. Allein das Lombrero kann ich nicht vernünftig angreifen.
Das hat keine Feuerschwäche, das resistiert Wasser vierfach und es hat auch keine Eisschwäche. Ich kann das zwar theoretisch einfrieren oder einfach sehr, sehr viel Glück haben, indem du schlechte Angriffe einsetzt, aber spätestens beim Morabbel wird es sehr, sehr lächerlich unkonstant. Ihr müsst halt bei der ganzen Sache bedenken, ich werde Lombrero nicht mal ansatzweise konstant besiegen können. Ich erreiche also Morabbel nur relativ selten. Und dort bräuchte ich dann eine 10% Chance auf einen Freeze, und dieser Freeze müsste so lange anhalten, bis ich Morabbel komplett besiegt habe, was eine Ewigkeit dauern würde, und da muss ich auch noch Schneckmark besiegen, was später dann beispielsweise mit Gena rumspammt. So ist dieser Fight hier einfach praktisch unmöglich, und ich wusste, spätestens jetzt muss ich grinden auf Level 20, damit ich die Wetterattacken bekomme. Und ich kann euch eins sagen, Freunde, auch auf Level 20 ist Camillo beispielsweise absolut gar nicht geschenkt, es ist aber unglaublich wichtig, jetzt sich zu entscheiden, was für Angriffe man behalten möchte. Weil man wird jetzt zusammen einfach Sonnentag, Regentanz und Hagelsturm lernen und man hat natürlich nur Platz für 4 Moves im Moveset. Und ich würde euch hier empfehlen, die folgenden 4 Moves zu behalten. Und zwar Sonnentag, Glut sowie Hagelsturm und Pulverschnee. Und das aus folgendem Grund. Es gibt derzeit fürs Erste keinen Kampf, wo Wasser wirklich sinnvoll ist. Das einzige Pokémon, was man mit Wasser gut bekämpfen könnte, bis man in Lobwechselfeld später seine letzten Level-Attacken wiederholen kann über Herzschuppen, ist das Schneckmark von Maike. Und das wird das schlechteste Pokémon aus diesen ganzen Bosskämpfen hier. Es kann man zur Not auch in der Sonne mit Blut besiegen, auch wenn es ein bisschen nervig ist. Es macht also keinen Sinn, einen Regen in irgendeiner Weise festzuhalten, und Aquaknarre beispielsweise hat auch keine Nebeneffekte. Glut allerdings beispielsweise kann man über die Sonne sehr krass verstärken, plus halt durch die Sonnenform, weil ich dann Step habe, und die Attacke kann zu 10% burnen. Und Pulverschnee, wie gesagt, kann freezen. Und die Kombination aus diesen beiden Attacken macht es möglich, auch Camillo zu besiegen. Es ist aber sehr, sehr unkonstant. Also wirklich, Freunde, das Ganze ist nicht gerade einfach. Aber hey, ich habe das Ganze ausgegrindet und es ist möglich, ohne weiter zu grinden, sobald man die ganzen Wettereffekte hat, Camillo zu besiegen. Auch wenn es ziemlich nervig ist, das Ganze zu erreichen. Ich würde aber hier auf jeden Fall empfehlen, so lange Mediti mit schwachen Angriffen anzugreifen, bis es halt beide Supertränke benutzt, weil wenn Makuhita den noch haben sollte, wird der Kampf lächerlich unkonstant. Und was dann auch noch ziemlich praktisch wäre, wäre ein Burn auf Makuhita, damit das Pokémon dann noch weniger Schaden macht. Laut Wiki hat es übrigens Adrenalin, das ist allerdings nicht wahr. Tatsächlich hat es die Fähigkeit nicht und dementsprechend macht man es über den Burn in keinster Weise stärker. Wenn man allerdings Camillo geschafft haben sollte, muss man auch noch antreten gegen Maike. Und das ist jetzt besonders nervig, einfach deswegen, weil ich immer noch kein wirklich gutes Out habe gegen Morabbel. Egal welche Form ich hier annehme, ich mache wenig Damage. Und ja, wie gesagt, ich habe auch keinen richtigen Angriff gegen Schneckmark. Das wird alles resistieren, was ich jetzt noch zur Verfügung habe. Es ist allerdings möglich, beispielsweise wieder einen Freeze zu bekommen auf dem Morabbel. Und das war diesen ganzen Fight hier sehr viel konstanter. Nervig ist aber auch hier Schneckmark, weil das kann stellenweise Gena einsetzen, um mich halt einzustäfern, das habe ich hier eben schon mal angesprochen. Es ist aber denkbar, sowohl Camillo als auch Maike zu besiegen, ohne Level zu grinden. Ich würde aber sagen, das ist eine der schwersten Stellen des gesamten Runs gewesen, weil hier nicht zu grinden, war ziemlich frustrierend. Ich habe es aber geschafft, die dritte Arena, also Walter, auf einem sehr, sehr kleinen Level zu erreichen und die wollte ich jetzt mal probieren. Und die Arena von Walter ist ja durchaus eine der größten Difficulty Spikes im gesamten Spiel. Das kann man echt nicht anders sagen, der hat 4 Pokémon und 2 davon sind sogar voll entwickelt. Zudem hat er einige Supertränke und sogar eine Citrobeere auf seinem Voltenso. Dass das also für Formio auf Level 22 nicht so leicht werden wird, kann sich vermutlich jeder schon vorstellen. Ich muss aber sagen, es war noch viel trauriger, als ich es jemals erwartet hätte. Ich konnte nicht mal konstant Voltoball und Fritzelblitz besiegen. Und das sind ja die schwachen Pokémon von Walter. Und es ist dabei sogar vollkommen egal, was Voltoball unter anderem hier einsetzt. Es kann eine Walzer-Chain machen, was sehr viel Damage drückt, es kann Finale einsetzen, was noch mehr Damage drückt, oder es kann auf Elektroangriffe gehen, die einfach neutral mich ein bisschen runterchippen. Ich kann gegen diesen Damage überhaupt gar nichts machen und ich werde hier unweigerlich einige KP verlieren. Und dann kommt irgendwann Fritzelblitz rein und wird mich normalerweise finishen können. Und selbst wenn es das nicht schaffen sollte, kommt hier auch noch Magneton und Voltenso. Ich werde einfach auf diesem Level hier gegen Walter nicht ansatzweise Land sehen. Ich bin also jetzt zunächst mal auf Level 27 gegangen, also 5 Level höher, um zu schauen, wie das Ganze jetzt so läuft. Und ich muss sagen, ich habe einige Fortschritte gesehen. Es war jetzt sehr viel einfacher möglich, Voltoball und Fritzelblitz zu besiegen und ich habe es sogar stellenweise geschafft, auch noch Magneton zu finishen. Weil das Gute ist, wenn man Magneton erreichen sollte, hat das eine Feuerschwäche und in der Sonne mit Step auf Glut kann man das sogar fast one-shotten. Und es wird dann durch die ganzen Supertränke durchbrennen, die Walter dann später nicht mehr für Voltenso hat. Das ist also alles ziemlich ideal.
Wenn man allerdings irgendwann vor Valtenso stehen sollte, macht man denen einfach überhaupt gar keinen Schaden und man ist normalerweise zu dem Zeitpunkt schon praktisch besiegt. Man kann es dann mit Pulverschnee angreifen und hoffen, dass es beispielsweise einfriert, aber wie wahrscheinlich ist es Valtenso komplett zu besiegen, nur mit Pulverschnee-Spam, wenn der Damage so gering aussieht? Allein das Einfrieren wäre nur eine 10% Chance und er kann jede Runde zu 20% wieder auftauen. Das wird so einfach nicht funktionieren. Ich bin also letztendlich doch auf Level 30 gegangen, um die Attacke Meteorologe zu lernen und das war wirklich ein gigantischer Gamechanger. Das kann man nicht anders sagen. Die Attacke hat normalerweise 50er Base, aber wenn man die im Wetter einsetzen sollte, bekommt sie den Typen vom Wetter, also Feuer, Wasser oder Hagel im Falle von Formio, und die Attacke bekommt dann 100er Base. Und Formio hat ja aufgrund seiner Wetterform dann noch Step darauf und in der Sonne oder im Regen gibt es noch einen Wetterstep quasi auf die Attacke drauf, die den Angriff noch weiter pusht. Und es fühlt sich praktisch an hier, als würde Formio plötzlich mit Eruption oder so sweepen. Man kann sehr viele Pokémon plötzlich one-shotten und der Stärke-Push ist enorm. Ich habe selten gesehen bei einem One-Pokémon-Run, dass eine weitere Attacke ein dermaßen heftiges Upgrade war. Walter war plötzlich gar kein Problem. Und da man danach dann wie gesagt in Laufwechselfeld über Herzschuppen sich einige Level-Up-Attacken wiederholen kann, ist auch der gute Mark von Team Magma kein Problem, weil ich kann mir ja Regentanz und Aquaknarre wieder zurückholen und unfassbaren Wasserschaden austeilen. Und ihr könnt euch vorstellen, Freunde, wie das Ganze in der Arena von Flavia ausgesehen hat. Denn Flavia ist eine reine Feuertrainerin mit 4 Feuer-Pokémon. Ich werde hier alles sehr effektiv treffen können mit einer Attacke, die 100er Base hat mit Step im Regen. Ihr könnt euch vorstellen, was da für ein Base-Damage zusammenkommt. Seht euch mal diesen Kampf hier an. Es ist vollkommen egal, was Flavia hier einwechselt. Es ist eiskalt One-Shot. Auch ihr Kurtel, und das ist ihr bestes Pokémon, das dafür bekannt ist, ziemlich defensiv zu sein. Und ihr Kamerup beispielsweise hat sogar eine mal 4 Schwäche. Wir reden da von nochmal dem doppelten Schaden. Da kann Flavia einfach gar nichts tun. Und das bedeutet, ich habe jetzt 2 Arenen quasi nacheinander gespeedrunnt, nur weil ich einen neuen Angriff dazu gelernt habe. Das ist schon ziemlich absurd, aber Formio wurde halt wirklich deutlich stärker durch diesen Angriff. Und ich konnte ja sogar durch den Regen hier einfach Feuer abschwächen und sogar Feuer durch Formio resistieren. Ich bekomme also nicht mal viel Schaden, wenn ich angegriffen werden sollte. Danach kommt allerdings Norman in der Normalarena und der ist wieder deutlich schwieriger. Einfach deswegen, weil man den nur neutral treffen kann, er hat ja praktisch gar keine Schwächen. Und er hat sogar unter anderem ein Leta King, was sehr viel aushalten kann und er hat dafür einige Hypertränke und auch mal wieder eine Citrobeere. Also der Fight hier kann sich eine ganze Weile hinziehen, auch wenn ich lächerlichen Schaden raushaue durch neutrale Angriffe. Das Ding ist, seine ersten beiden Pokémon sind mir relativ egal. Pandir beispielsweise macht mir nur wenig Schaden, ich kann hier also relativ einfach die Sonne rauslegen und wenn es sich beispielsweise verwirren sollte, kann ich dagegen ein Item tragen, also eine simple Persimbeere. Und auch das Mundtier sollte One-Shot sein, wenn ich das angreifen sollte durch den krassen Feuerangriff. Danach kommt allerdings Skeradax rein und das ist nicht mehr One-Shot und es wird mich ebenfalls manchmal vorbelasten über Schlitze, was halt wirklich einiges an Schaden macht. Ich meine, Formio hat jetzt nicht die heftigsten Verteidigungswerte. Und ja, das könnte dann unter anderem einige Tränke konsumieren, die später Leta King nicht mehr hat, oder man könnte es auch beispielsweise einfach wegcritten. Danach kommt dann aber Leta King und das ist durchaus eine Riesengefahr. Weil das hält mega viel aus, es kann ebenfalls Hypertränke nehmen, es hat eine Citrobeere und es macht lächerlichen Schaden. Es macht zwar manchmal Konter, was keinen Schaden verursacht, weil ich greife halt speziell an, aber wenn es sich beispielsweise für Fassade entscheiden sollte, bin ich ganz, ganz schnell besiegt. Am Ende des Tages kann man diesen Kampf hier nur dann gewinnen, wenn man wirklich gutes RNG hat. Es ist nämlich beispielsweise möglich, hier Leta King zu erreichen mit vollen KP. Das Pandir beispielsweise kann sich für Taumeltanz entscheiden und das kann man wie gesagt heilen über eine Persimbeere, die Formio tragen kann. Und das Skeradax unter anderem macht manchmal Bauchtrommel. Und dann ist es One-Shot, ohne dass es Feuerschlitze einsetzt, um einen fortzuschwächen. Und wenn man vor Leta King stehen sollte mit vollen KP, dann kann es dir stellenweise passieren, dass es permanent nur auf Konter geht. Ich persönlich vermute, dass einfach die KI denkt, okay, das ist ja eigentlich ein Normalangriff und den könnte man kontern in der dritten Generation, aber tatsächlich ist es ja bei mir ein Feuerangriff und das Ganze ist eben nicht konterbar. Leta King misspellt hier also die ganze Zeit und der Kampf ist plötzlich durchaus schaffbar. Hätte er allerdings zwischendrin eine richtige Attacke eingesetzt, dann wäre das sehr, sehr knapp geworden mit den Verteidigungswerten von Formio und hätte er gecrittet beispielsweise, wäre ich definitiv One-Shot gewesen. Wie auch immer, so konnte ich den 5. Orden ebenfalls mitnehmen und ich habe ohne zu leveln einfach mal 3 ganze Orden geschafft, also das ist für One-Pokémon-Runs extrem selten.
Aber was ist denn mit Maike beim Klimainstitut? Ich meine, normalerweise ist es ja eine sehr starke Trainerin, die ganze Challenge-Runs stoppen kann. Ist es bei Formio so, dass man hier praktisch nicht durchkommt? Naja, natürlich nicht. Maike ist jedes Mal komplett geschenkt und wenn ich hier mit so einer starken Attacke reingehe, wo ich sogar den Typen eiskalt manuell angleichen kann, dann hat Maike nicht den Hauch einer Chance. Ich kann Nobrero einfach so besiegen, in der Feuerform, weil ich es dann neutral treffen kann, das ist dann praktisch One-Shot. Dann kann ich halt bei Schneckmark in die Wasserform gehen und Schneckmark sehr effektiv one-hitten und Morabble ebenfalls neutral angreifen, so wie eben bei Lombrero. Und dadurch, dass ich im Regen nochmal gepusht werde vom Wetter, mache ich dermaßen lächerlichen Damage, dass Maike nichts machen kann. Also auch bei diesem Challenge-Run hier war die ein absoluter Witz. Auf Maike folgt dann aber Wiebke in der Flugarena und die ist wieder deutlich anspruchsvoller. Weil theoretisch haben zwar Flug-Pokémon Eisschwäche, aber Wiebke hat zwei Pokémon, die gar keine Eisschwäche haben, weil die über Doppeltypen das Ganze kompensieren. Ich kann hier also nicht einfach so mein Moveset ändern und dann alles one-shotten. Ich habe mich also zunächst mal dazu entschieden, mein Moveset nicht zu ändern, um zu schauen, ob ich hier vielleicht Herzschuppen sparen kann, weil die ja in der Region relativ selten sind. Am Ende des Tages bin ich also zunächst mal angetreten über einfach nur Regentanz, Sonnentag, Meteorologe und Pulverschnee. Pulverschnee habe ich übrigens behalten hier so lange, weil es theoretisch Pokémon einfrieren kann. Und ja, gegen einige Pokémon von Wiebke ist es hier durchaus sehr effektiv oder sogar vierfach effektiv. Das Schöne ist, mit diesem Moveset hier kann ich das meiste tatsächlich sehr effektiv recht gut aus dem Weg räumen. Beispielsweise kann ich gegen Tropius einfach so in die Sonnenform gehen, wenn die Wasserform gerade theoretisch sehr effektiv angegriffen werden würde. Und gegen Panzeraeron kann ich auch die Sonnenform rausholen, um da sehr effektiv zuzuschlagen. Also an sich sieht es erstmal ganz gut aus. Man muss aber bedenken, dass man halt dann logischerweise öfters mal das Wetter ändern muss und in der Zeit kann man immer mal wieder angegriffen werden. Und früher oder später wird das verdammte Altaria reinkommen und das ist ein Drache-Flug-Pokémon, was sowohl Wasser als auch Feuer resistieren kann. Und ja, dieses Pokémon kann ich vielfach effektiv angreifen über Pulverschnee, aber ich muss die Attacke dann einsetzen ohne Step mit gerade mal 40er Base. Es reicht nicht aus, um Altaria zu one-shotten und das macht stellenweise hier Drachentanz, um sich zu pushen. Und dann kann es wirklich gute physische Angriffe einsetzen, also das Ganze sah mit diesem Level hier gar nicht mal so gut aus mit dem Moveset. Ich habe mich also doch entschieden, hier Hagelsturm in mein Moveset zu nehmen, um einfach den besseren Eisangriff zu haben. Und ich habe dann sogar fürs erste Sonnentag hinter mir gelassen, weil die Attacke ehrlich gesagt nicht mehr so viel bringt. Ich meine, gegen was soll ich das doch einsetzen? Mark von Team Magma beispielsweise hat selber unter anderem Feuer und Ben und Sven ja später werde ich mit Feuer nicht so gut besiegen können, also da werde ich vermutlich Wasser brauchen. Es macht also keinen Sinn, gerade Feuer im Moveset zu haben, das bringt mir fürs Erste relativ wenig. Und mit Wasser und Eis kann ich hier praktisch alles sehr gut angreifen. Ja, ich habe dann kein Feuer mehr gegen Panzeraeron und das ist ein bisschen schade, aber ganz wichtig, Panzeraeron ist eher ein physisch-defensives Pokémon und wenn ich das speziell hier mit der Wasserattacke angreifen sollte, kriegt es richtig viel Schaden, das ist also gar nicht so wichtig. Und das Schöne ist, wenn ich hier in der Hagelsturmform bin, da kann ich nicht nur Altaria one-shotten, nein, ich kann auch das Pelipper neutral treffen. Und das ist ein Riesenvorteil, weil das war zuvor mit Sonnentag und Regentanz durchaus ein sehr, sehr nerviger Gegner, der auch stellenweise einen verwirren kann, etc. Und ich muss sagen, mit dem Moveset hier hat das Ganze dann wirklich gut funktioniert und ich habe sogar auf den gesamten Kampf gesehen nur relativ wenig Schaden bekommen. Und das, obwohl ich hier sogar ein paar Mal das Wetter ändern musste bzw. es neu aufsetzen musste. Es kam einfach nicht so viel Damage zustande. Und damit hat es jetzt Formio geschafft, ohne wirklich großartig zu leveln dazwischen, insgesamt 4 Orden nacheinander zu holen. Also, das ist schon wirklich eine sehr, sehr beachtliche Leistung. Aber gut, die Attacke Meteorologe und die verschiedenen Wettereffekte machen Formio auch deutlich stärker, als man es jemals erwarten würde. Und Altaria war jetzt logischerweise überhaupt gar kein Problem mehr. Und nach Wiebke kommt dann erstmal Maike in Seegraf Sub City und Mark in seinem Hauptquartier. Und diese beiden Bosskämpfe hier, die werde ich nicht weiter durchsprechen. Die waren einfach komplett geschenkt. Maike ist generell einfach einer der schwächsten Gegner im gesamten Spiel. Ich weiß nicht, wie man das hier als Rivalen verkaufen konnte. Und ja, Mark hatte definitiv kein gutes Team gegen Formio. Ich meine, mit der Wasserform kann ich ja alles komplett zerstören und sein Kamerupt hat sogar mal 4 Schwäche. Dagegen kann Mark einfach relativ wenig tun, auch wenn die Levelkurve hier ein ganzes Stück nach oben geht. Wir machen also direkt weiter mit Ben und Svenja, würde ich sagen. Und das ist die Psycho-Doppelkampf-Arena, wo ich mal wieder antreten muss mit einem Carpador als Partner, weil ich alleine hier nicht antreten darf. Das verbietet das Spiel. Und ganz ehrlich Leute, diese Orden ist stellenweise für die meisten Challenge-Pokémon einfach eine reine Qual. Ben und Svenja haben hier ein Xatu, ein Lepomentas, ein Sonfill und ein Lunastein. Und wenn die in die Heal-Range kommen sollten, also beispielsweise in den roten Bereich, dann haben Ben und Svenja bis zu 4 Hypertränke, um ihre Pokémon wieder voll zu heilen.
Und mehrere Pokémon haben zudem noch einige Zitrobeeren, um sich mitten im Kampf ein wenig voll zu heilen, ohne überhaupt in die He-Range gekommen zu sein. Das ist schon wirklich sehr, sehr unfair. Und ja, es geht noch weiter. Tatsächlich macht die Lepomentas praktisch jede Runde Erdbeben und macht damit unfassbar krassen Schaden und nimmt Carpador sofort raus. Und Xatu macht die stellenweise Calm Mind, um immer stärker zu werden und speziell defensiver. Und die Pokémon von Ben und Svenja machen manchmal Sonnentag, um mich aus der Wasserform rauszunehmen, mit der ich hier ein prima Matchup habe. Und da kann ich beispielsweise Sonnenfin und Lunastein nur noch nicht sehr effektiv angreifen. Das alles zusammen kann einfach nicht funktionieren und ich wusste, die Arena ist praktisch unmöglich, außer ich ändere meine Taktik einfach komplett. Und dann habe ich Folgendes getan. Ich habe jedes Mal in Runde 1 Pulverschnee eingesetzt für die 10% Freeze-Chance gegen Xatu. Weil dann habe ich plötzlich ein ganz anderes Matchup hier und der ganze Kampf hier wandelt sich extrem. Weil dann habe ich die Möglichkeit hier in die Regentanzform zu gehen und Lepomentas zu One-Shotten über eine Wasserattacke. Und dann hatte ich ebenfalls die Wasserform gegen Sonnenfin und Lunastein und die haben etwas mehr Schaden gefressen als Lepomentas, also hatte ich plötzlich hier ein sehr, sehr krass gutes Matchup. Ich muss aber an der Stelle mal wieder betonen, das Ganze ist wirklich, wirklich unkonstant. Allein der Freeze gegen Xatu ist nur eine 10% Chance und es hat jede Runde die Möglichkeit, eiskalt aufzutauen. Und wenn das passieren sollte, ist der Kampf instant gelaufen, weil gegen zwei Gegner auf einmal kann mein Formio einfach nichts unternehmen. Dadurch, dass ich hier aber mit der Wasserform dermaßen gut sehr effektiv angreifen konnte, war es möglich, Ben und Svenja zu besiegen, ohne weiter Level zu grinden. Es ist wirklich unfassbar, was Formio hier auf diesem Level gerissen hat. Also kein normales Challenge-Pokémon würde dermaßen gut durch die Psycho-Arena kommen. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Aber hey, die Attacke Meteorologe macht halt nun mal einiges möglich. Das Ding ist nur, dass wir noch einige schlimmere Matchups kommen sehen werden, wo ich nicht mehr so gut angreifen kann, aber dazu später mehr. Bevor wir allerdings dazu kommen, will ich jetzt erstmal kurz reden über den Doppelkampf zusammen mit Troy im Raumfahrtzentrum gegen Mark und seinen Vorstand, weil es halt ebenfalls immer mal wieder ein Kampf ist, der durchaus ein bisschen Nerven kosten kann. Es ist halt wieder ein Doppelkampf zusammen mit der KI. An der Stelle muss man immer dazu sagen, die KI macht stellenweise den letzten Bullshit, also das ist leider einfach so. Stellenweise macht Troy nur Unsinn und wird Runden verschwenden, ohne wirklich Schaden zu drücken. Er kann aber auch stellenweise einige Schilde setupen, um den eigenen Schaden zu minimieren, was wiederum ziemlich angenehm ist. Das Gute ist ja aber folgendes, ich habe tatsächlich ein relativ gutes Matchup. Die Magnines beispielsweise und Mark und sein Vorstand haben zwei Stück, die machen Bedroher, was vollkommen egal ist, weil Formio hier einfach speziell angreift. Die Fähigkeit ist absolut irrelevant. Und die haben auch unter anderem zwei Kamerups, die ich vierfach effektiv angreifen kann, wenn ich das denn möchte. Und die einzigen Pokémon, die da noch übrig bleiben, sind halt ein Golbat und ein X-Bat. Und ja, die sind eventuell relativ gefährlich, aber im Zweifel hätte ich gegen die noch die Hagelform und ich mache auch in der Wasserform hier wirklich, wirklich guten Schaden. Und dadurch, dass hier stellenweise noch die Schilder aktiv sind, presse ich auch nicht so viel Damage. Der Kampf ist definitiv sehr gut gewinnbar. Er ist sehr viel leichter als Ben und Svenja und ich brauche hier auch keine Pokémon irgendwie unkonstant einzufrieren. Das ist alles nicht notwendig. Man kann hier ziemlich gut gewinnen, einfach nur wegen dem sehr, sehr guten Matchup. Wenn die hier etwas andere Pokémon gehabt hätten, beispielsweise einige Wassermons, hätte das Ganze aber vollkommen anders ausgesehen und dann hätte mich dieser Kampf hier wirklich sehr, sehr viel Zeit kosten können. So bin ich allerdings ziemlich gut hier durchgekommen. Was ich aber auch heute mal wieder nicht wirklich ansprechen werde, ist der Kampf gegen Adrian in der Urzeithöhle. Weil das ist der leichteste Bosskampf im gesamten Spiel, der hat nur 3 Pokémon und nutzt nur Supertränke. Ich weiß wirklich nicht, was sich Game Freak hier gedacht hat, aber diesen Fight hier, den kann man praktisch nicht verlieren, selbst mit unterlevelten Challenge-Pokémons, also das ist ein absoluter Witz. Danach kommt allerdings die Wasserarena von Juan und die ist jetzt wieder sehr viel anspruchsvoller, weil die mir einfach ein sehr, sehr schlechtes Matchup bietet. Wasser-Pokémon resistieren Feuer, Wasser und Eis, also alle Elementarangriffe, die Formio so drauf hat und ich bin deswegen gezwungen hier mit Elektro-Coverage reinzugehen, was natürlich relativ viel Sinn macht, aber gar nicht mal so gut funktioniert, wie man das zunächst mal erwarten würde. Aber ich denke, das wird auch keinen so wirklich überraschen. Formio hat halt einfach nur relativ schlechte Basiswerte. Wenn ich also reingehen sollte mit Donner, was im Regen immer trifft, mache ich nur mittelmäßigen Schaden. Klasse Pokémon wie Libiskus beispielsweise kann ich easy wegräumen, es kommen aber noch ganz andere Kaliber, wie beispielsweise ein Welser, was immun ist gegen Donner, ein Seeyong, was relativ viel aushält, ein Krebutak und ein Seedraking, was nicht mal Donner Schwäche hat. Das kann ich generell nicht sehr effektiv angreifen. Dieser gesamte Orden hier ist ziemlich schwierig und man muss bedenken, dass man jedes Mal, wenn man beispielsweise Regentanz setupt, um halt den eigenen Donner konstanter zu machen, auch die Wasserattacken stärkt von Juan.
Und dann kann er mich einfach eiskalt nicht sehr effektiv angreifen im Regen für massiven Damage. Und er hat ja sogar noch Step auf seine Pokémon. Also die Wasserattacken tun schon wirklich, wirklich weh. Am Ende des Tages kann man mit großem RNG Zedraking erreichen. Das ist aber bei weitem nicht konstant. Und selbst wenn man Zedraking erreichen sollte, hat man noch nicht gewonnen. Wie gesagt, Zedraking kann man hier im besten Fall nur neutral angreifen. Auch über Eis oder Elektro. Und dementsprechend wird der Zedraking einiges an Schaden machen, es kann stellenweise Tränke konsumieren und ganz wichtig, Freunde, es hat Erholung und Maronbeere. Dieses Pokémon also zu brechen mit einem Formio, was hier nicht gelevelt hat, ist leider praktisch unmöglich. Es gibt allerdings natürlich noch eine Sache, die hier möglich ist, und zwar ein eiskalter Crit. Es ist theoretisch möglich hier, die ersten Pokémon von Juan zu besiegen, ohne massiven Damage einzustecken, über gutes RNG, das kann man halbwegs konstant schaffen. Und dann steht man irgendwann wieder vor Zedraking und man crittet eventuell zu 6%. Das passiert nicht oft, bei weitem nicht oft, man muss diesen Fight hier sehr, sehr oft neu starten, um das zu erzwingen. Wenn es aber klappen sollte und er ist gerade in Crit-Kill-Range, dann kann man ihn vorbeikritten an sämtlichen potenziellen Hypertränken, die halt der gute John nutzen könnte, und vorbeikritten an seine Erholung plus Maronbeere. Das spielt dann alles im Endeffekt keine Rolle mehr. Es ist aber wie gesagt ziemlich unkonstant und der Grind hier könnte eine ganze Weile dauern, zumal man Zedraking hier bei weitem nicht immer erreicht. Also wenn man beispielsweise selber gecrittet wird, ist alles vorbei und dann muss Formio einfach von neuem starten. Ich habe es aber tatsächlich schaffen können, den 8. Orden mitzunehmen, ohne weiter zu grinden. Und damit hatte ich jetzt wirklich viel erreicht und ich wollte wissen, wie weit ich bei der Liga komme, ohne tatsächlich weiter zu leveln, weil ich meine, nur selten haben Challenge-Pokémon so gut in Höhen abgeschnitten. Bevor ich jetzt aber bei der Liga antreten konnte, musste ich zunächst mal gewinnen gegen Heiko in der Siegestraße und das ist ja mehr oder weniger mein richtiger Rivale, zumal mich Michael jedes Mal wieder enttäuscht, aber der gute Heiko hat insgesamt 5 Pokémon, die auch relativ gut gelevelt sind und da sind sogar ein paar recht starke dabei. Er hat nämlich beispielsweise hier ein Altaria, ein Inikoro, ein Magneton, ein Roselia und auch ein Gardevoir, das kann sich schon sehen lassen. Und ich musste sogar für diesen Fight hier mein Moveset verändern. Und ich habe dementsprechend wieder Sonnentag mit reingenommen. Ihr müsst wissen, die ersten beiden Pokémon sind gar kein Problem. Man geht sofort in die Hagelsturmform, besiegt Altaria mit einem vierfach effektiven Eisangriff, das ist kein Thema, und Inikoro ist ein furchtbares Pokémon, also das wird mir definitiv keinen Schaden drücken, außer es hat unfassbar gutes RNG, also das ist eigentlich keine wirkliche Gefahr. Danach kommen aber Magneton und Roselia. Und ich wollte hier ursprünglich einfach in die Wasserform gehen und irgendwie so Schaden machen und dann bei Roselia wieder in die Eisform gehen. Der Haken ist aber, Roselia hat leider Toxin. Und wenn ihr Toxin passieren sollte, wird der Fight unfassbar unkonstant, weil das Gardevoir am Ende spammt Doppelteam. Und dann kann es einen leider ausdauern und man verreckt am Gift, was ziemlich bitter ist. Ich würde euch also empfehlen, nehmt einfach die Sonnentagform mit und dann könnt ihr halt Magneton und Roselia one-shotten und habt dann auch ein gutes Matchup gegen Gardevoir und dieser Fight hier ist gewinnbar. Alles andere ist leider relativ nervig und unkonstant. Man könnte aber theoretisch auch beispielsweise eine Anti-Gift-Beere tragen, dann kann man aber kein anderes Item mehr tragen. Ich bin also letztendlich bei der Pokémon-Liga angekommen, ohne weiter Level zu grinden, seit Walter, seit dem 3. Orden und seitdem ich Meteorologe gelernt hatte. Und das ist heftig, ich habe selten gesehen, dass ein Challenge-Pokémon das hinbekommt, aber ganz wichtig, Freunde, die Liga wird nochmal deutlich schwieriger und ich habe mich jetzt entschieden, das Gebäude zu betreten mit den 3 Wetterattacken, also Sonnentag, Hagelsturm und Regentanz und Meteorologe, weil ich so die meisten Möglichkeiten habe und es ist schwierig, die Wettereffekte im Laufe der Liga wiederzubekommen, weil es gibt dafür nur sehr begrenzte TMs. Wie auch immer, das war zumindest meine Strategie. Der erste Gegner der Liga ist der gute Ulrich und das ist schon mal ein sehr nerviger Unlichttrainer. Der hat einen Magnein mit Bedroher und Sandwirbel, einen Absol mit Steinhagel sowie einen Krebutak und 2 Pflanzen-Pokémon, also Tengulist und Notuska, mit relativ nervigen Statusangriffen ebenfalls. Und das Bittere ist halt einfach folgendes. Eigentlich will man hier zunächst mal antreten über Feuer, das leuchtet einem ein. Aber mit einem Kampf kommt halt das Wasser-Pokémon Krebutak, was alles so ein bisschen zunichte macht, das passt einfach nicht so ganz. Und das Schlimme ist, nach Magnein mit Sandwirbel, was schon nervig ist, kommt halt Absol mit Steinhagel um die Ecke und wird mich sehr effektiv in der Sonnenform angreifen, das ist halt blöd. Und dann kommt Krebutak und wird mich normalerweise finishen, ohne dass ich dagegen viel tun kann. Also der Fight hier sieht jetzt nicht gerade optimal aus. Man kann seine Strategie bei diesem Kampf hier aber auch ein wenig abändern und zwar kann man antreten über Donner, indem man Regentanz aus dem Moveset kickt. Denn Regentanz ist für die Liga tatsächlich gar nicht mal so relevant in weiten Teilen. Und einmalig kann man Regentanz wiederbekommen über eine TM.
Das heißt, wenn man das zunächst mal verlernt, ist das nicht so tragisch. Und plötzlich ist es möglich, hier Magnine und auch Absol zu besiegen in der Sonnenform. Und man kann Absol sogar stellenweise wegcritten. Und dann spammt man einfach Donner gegen Krebutak, um das zu one-shotten. Das trifft zwar in der Sonne nicht allzu häufig, aber manchmal kann es klappen und dann ist Krebutak halt tot. Und dann kommen später nur noch Tengulist und halt Notuska und die haben beide Feuerschwäche. Die können gegen den Feuermeteorologen absolut nichts tun, außer mit Status-Attacken wie Doppelteam und Angebereit zu nerven. Und wenn ich halbwegs gutes RNG haben sollte, werde ich die halt trotzdem irgendwann treffen und den Kampf für mich zu entscheiden. Und dann ist Ulrich tatsächlich besiegt, ohne weiter zu leveln, und wir sind damit jetzt schon beim zweiten Top 4 Mitglied, ohne weiter Level gegrindet zu haben, seit Walter. Das ist schon wirklich cool. Danach kommt aber die Geisttrainerin Antonia, und die ist relativ nervig, und zwar die zwei Zwirklops, zwei Banettes und ein Zubiris. Und das erste Zwirklop kann hier die ganze Zeit Schutzschild spammen, was relativ nervig ist, und es macht manchmal Fluch, was quasi einem Instant Lose gleichkommt, also dagegen kann man relativ wenig machen. Und sollte man das erste Zwirklop hier in der Sonnenform besiegt haben, kommt das zweite rein mit Erdbeben und Steinhagel und greift mich sehr effektiv an. Und plötzlich wurde mir klar, die Sonnenform ist vielleicht doch nicht so ganz das Wahre. Und ich habe dann wieder Regentanz gelernt. Das war eigentlich in keinster Weise geplant, aber es war tatsächlich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Der Haken, weswegen ich aber das bisher nicht gemacht hatte, sind die Donnerblitze von Banette, weil die können die Wasserform sehr effektiv treffen. Was ich aber nicht bedacht hatte, ist, dass die Banettes hier stellenweise in Kill-Range sind. Es passiert zwar nicht immer, dass ich die one-shotte, aber manchmal. Und plötzlich wird die Wasserform dann doch ein gutes Stück besser als die Feuerform und ist für diesen Fight hier definitiv die Meta in meinen Augen und ich konnte diesen Kampf hier dann für mich entscheiden. Es war aber immer noch ziemlich unkonstant und ein Fluch beispielsweise hätte mich immer noch komplett beendet. Mein Ursprungsplan war halt beispielsweise Steinhagel-Misses zu grinden beim letzten Zwirklop, um mit der Sonnenform hier vorbeizukommen, um die Regentanz-TM erstmal aufzusparen, aber am Ende des Tages hat sich das einfach nicht als eine Meta herausgestellt, so war es deutlich simpler und ich konnte Antonia dann am Ende des Tages besiegen. Der nächste Kampf ist dann aber gegen Frosina und das ist eine sehr, sehr anstrengende Wassereistrainerin. Und theoretisch könnte ich hier einfach in die Wasserform gehen und dann Donner spammen. Das wäre in der Theorie möglich. Das Problem ist aber, dass sie hier die ganze Zeit Hagelsturm spammt und damit zwingt sie mich mitten in meiner Runde einfach in die Hagelsturmform und ich mache keinen Damage mehr bzw. Donner trifft nicht mehr konstant. Und das macht diesen Kampf hier sehr, sehr anstrengend. Es geht aber noch weiter. Sie hat nicht nur Wasser-Eis-Pokémon, sie hat auch unter anderem zwei Phenontors und die können beispielsweise Eissturm einsetzen, um eine Inne zu senken, aber auch beispielsweise Knirscher, um meine Verteidigungswerte zu senken und ja, auch stellenweise Explosion, was mich halt sofort one-shottet. Dieser gesamte Fight hier ist ziemlich langwierig und ich werde auf Dauer extrem viel Damage fressen, zumal ich hier einfach kein gutes Matchup habe. Und ich kann auch nicht beispielsweise zwischendrin in die Feuerform gehen, einfach deswegen, naja, weil ich dann logischerweise gegen die Wasser-Pokémon nicht so gut angreifen kann, zumal die stellenweise Speckschicht haben. Und ja, aufgrund von Hagelsturm werde ich sowieso wieder aus meiner Form fliegen, weshalb mir das Ganze relativ wenig bringt. Frosina ist also wirklich ziemlich frustrierend gewesen und ich wusste nicht so ganz, wie ich das auf diesem Level auch nur ansatzweise hinbekommen soll. Letzten Endes bin ich also für den Fight hier insgesamt 5 Level hochgegangen auf Level 58 und ich habe dann sehr, sehr viele Versuche gegrindet, um irgendwelche Erfolge zu sehen. Und ich muss sagen, ich hatte dann auch Erfolge. Ich hatte irgendwann einen Versuch, der mega lucky war, und zwar hat das erste Phenontor hier gemisst mit Eissturm zu 5% und das zweite Phenontor habe ich eiskalt weggekrittet zu 6%. Dass das in Kombination passiert, ist unglaublich unwahrscheinlich, aber wenn das passieren sollte, dann kann hier tatsächlich Formio gewinnen auf Level 58. Was mich verblüfft hat, aber es macht hier auch irgendwo Sinn. Weil wenn ich mich komplett konzentrieren kann auf die beiden Sejongs und das Valraiser, kann ich zumindest alles sehr effektiv angreifen und manchmal rausnehmen. Ich werde zwar nach wie vor stellenweise in diese blöde Hagelform gezwungen durch halt Hagelsturm von dem Gegner, aber das ist in Ordnung, wenn ich immer noch ab und zu mal meine Elektroattacke rauskriege. Und somit habe ich Frosina dann irgendwann besiegen können. Ich war aber wirklich kurz davor hier, noch deutlich weiter hoch zu leveln. Also ich hatte hier sehr lange mit den Gedanken gespielt, auf Level 65 beispielsweise zu gehen. Es hat aber auch irgendwann so geklappt. Das Gute ist aber, wenn man Frosina besiegen sollte auf einem kleinen Level, dann kann man auch Dragan schaffen. Weil das ist jetzt ein Drachentrainer und der hat fast auf all seinen Pokémon eine Eisschwäche. Und auf seinem Libeldra, seinem Butalander und seinem Altaria hat er sogar eine mal 4 Eisschwäche. Das einzige, was hier gefährlich werden kann, ist die simple Initiative.
Denn leider ist Formio halt einfach nicht so schnell und ich bin nicht allzu sehr überlevelt. Das bedeutet, die Belter und Brutalanda werden mich outspeeden und sehr effektiv angreifen können stellenweise. Und das zerstört mich komplett. Wenn man allerdings hier die Flingklaue mitnehmen sollte, dann muss das keine Rolle spielen und plötzlich kann man alles outspeeden und in Grund und Boden one-shotten. Und das einzige, was dann noch gefährlich werden kann, ist halt Seedraking am Ende, was praktisch keine Schwächen hat. Aber dadurch, dass das gerne mal auf Drachentanz-Spam geht, ohne wirklichen Payoff, kann man das manchmal besiegen, ohne dass es sich so richtig wehrt. Und dementsprechend ist Dragan hier eigentlich einer der leichtesten Trainer der Liga. Man braucht einfach nur ein bisschen RNG mit der Flingklaue und der ganze Kampf hier ist eigentlich gewonnen. Die Hagelform ist hier einfach komplett overpowered. Doch leider ist die Liga noch lange nicht gewonnen. Und zwar geht es jetzt weiter mit Vasili, dem Wasser-Champ. Und das ist gar nicht gut, weil Wasser-Pokémon sind wie gesagt für Formio ein grausames Matchup und Vasili hat 6 Pokémon, die auch noch sehr gut gelevelt sind und er hat unter anderem einige Elektro-Outs. Dieser Fight hier ist fast schon unfair. Ich bin hier angetreten, im ganz, ganz tiefen 60er-Bereich praktisch und ich habe nicht ansatzweise Land gesehen. Vasili hat hier einen Wailord, ein Kapaloris, ein Tentoxa, ein Milotic, ein Velsa und ein Gyarados. Wenn ich hier beispielsweise mit Elektroattacken antreten sollte, sieht es einfach finster aus, weil Velsa beispielsweise kann ich damit praktisch gar nicht angreifen, er ist nämlich immun gegen Elektro und Kapaloris treffe ich nur neutral und das spammt hier sehr gerne, unter anderem Doppelteam. Das ist aber nur der Anfang der ganzen Geschichte hier, es wird noch viel komplexer, beispielsweise haben sowohl Tentoxa als auch Milotic Toxin und können das permanent spammen und wenn ich hier toxiniert werde, habe ich einfach nicht mehr den Hauch einer Chance. Dieser gesamte Fight hier ist auf Level 60 kaum stemmbar und ich kann auch fast gar nichts tanken. Es ist wirklich auf diesem Level hier ziemlich utopisch, überhaupt zu versuchen anzutreten. Ich wusste aber, ich habe noch eine Sache so ein bisschen in der Hinterhand und wenn ich hier ein größeres Level haben sollte, dann kann ich die tatsächlich für mich nutzen. Und was das ist, das werde ich jetzt erklären. Denn ich bin dann tatsächlich auf Level 70 hochgegangen und ich habe 2 neue Attacken gelernt und zwar die Attacke Sonnentag und die Attacke Solarstrahl. Und Solarstrahl kann Formio tatsächlich lernen und das ist eine Pflanzenattacke mit 120er Base, die in der Sonne nicht aufladen muss. Und das ist perfekt für das Matchup gegen Vasili. Der Haken ist nur folgender. Wenn ich hier beispielsweise auf Level 60 oder 65 antreten sollte und in die Sonnenform wechsle, dann reicht bereits eine blöd platzierte Wasserattacke oder einmal zu geringe Init von Formio aus, um mich komplett zu zerstören. Es ist ziemlich risikoreich, gegen einen Wasser-Champ in die Feuerform zu wechseln. Wenn man es aber an den richtigen Punkten tun sollte und für die restlichen Pokémon beispielsweise ganz simpel Donnerblitz verwendet, dann ist tatsächlich der Champ möglich auf gerade einmal Level 70. Und das ist für ein Challenge-Pokémon schon wirklich crazy. Also ich habe selten gesehen, dass ein Pokémon so gut in Anführungsstrichen noch mit Vasili klargekommen ist, obwohl es eigentlich sogar ein sehr schlechtes Matchup hat. Aber aufgrund dieser Mechanik von halt einfach Solarstrahl und Sonnentag konnte ich das Ganze relativ gut schießen. Man muss aber bei der ganzen Sache auch bedenken, dass Toxin nach wie vor eine Gefahr ist und dass besonders Milotic richtig anstrengend ist am Ende aufgrund von Heal Ranges. Es hat nämlich beispielsweise eine Citrobeere und Vasili hat generell sehr, sehr viele Top-Genesungen. Wenn man also Pokémon dumm vorschwächen sollte, kann es passieren, dass der Kampf instant verloren wird. Wenn ihr also den Run beispielsweise nachspielen wollt, dann haltet euch an meine Strategie hier, so kann man nämlich die meisten Tränke ohne Probleme umgehen und das Ganze relativ konstant gewinnen. Aber auf unter Level 70 wäre das Ganze hier wirklich sehr, sehr utopisch, also ich war schon dankbar, dass ich hier noch ein bisschen leveln konnte und noch ein bisschen Spielraum hatte in der gesamten Levelkurve. Aber damit kann ich auf jeden Fall konfirmen, es ist möglich hier, nur mit einem Formio die gesamte Höhenregion durchzuspielen und auch Champ zu werden. Und das sogar stellenweise auf relativ humanen Leveln, also so krass überleveln musste ich die meiste Zeit überhaupt nicht. Das Ding ist nur, wir sind noch lange nicht fertig und zwar kommt jetzt auch noch Troy im Postgame und den will ich natürlich auch mal wieder besiegen. Und das ist ein sehr, sehr mächtiger Stahltrainer im tiefen 70er Bereich, also den sollte man auf gar keinen Fall auch nur ansatzweise unterschätzen. Das Gute ist aber, wenn ich Troy jetzt herausfordern sollte, da kann ich vorher nach Lob Wechselfeld gehen und mir über Herzschuppen einige Attacken wiederholen, die hier sehr, sehr praktisch werden. Und ich habe mich tatsächlich hier entschieden, alle Wettereffekte zu holen und Meteorologe, also das cleane Formio Moveset, wie man es so ein bisschen gewohnt ist. Und ich habe zunächst mal begonnen, gegen sein Panzer Aeron in die Sonnenform zu wechseln, um dann zu sweepen mit guten Feuerangriffen. Und es kann gegen Panzer Aeron prima funktionieren und man kann sogar eine Piersiff-Beere mitnehmen gegen Toxin. Das klappt schon mal prima. Danach kommt allerdings Metagross rein und weil das dermaßen heftig gelevelt ist, habe ich das nicht one-shotten können.
obwohl ich es sogar outspeedet habe. Und das ist ziemlich bitter. Ich wusste also, ein kleines bisschen Leveln ist definitiv notwendig. Wenn man aber hier auf Level 75 geht, dann wird dieser Fight hier deutlich machbarer. Bereits 5 Level-Ups machen einen riesen Unterschied, einfach deswegen, weil es jetzt möglich ist, über Range Metagross zu one-shotten, über eine Feuerattacke. Das geht zwar nicht immer, aber zumindest manchmal. Und wenn man Metagross hier killen sollte, kommt als nächstes Lepomentas rein. Und das kann man one-shotten über einen Wassermeteorologen und es ist stellenweise möglich, dass Lepomentas hier auf Reflektor geht, was ein reiner Waste ist von einem Zug. Troy hat davon absolut gar nichts, weil ich greife nur speziell an. Und ja, Lepomentas ist Range One-Shot mit der Wasserattacke. Das dann ebenfalls nicht immer, aber zumindest manchmal. Und da kommt Velie rein, denkt man das Wasser, und dann kann man beispielsweise in die Hagelsturmform gehen, einen Gigasauger tanken, weil man hat jetzt logischerweise keine Pflanzenschwäche mehr. Und dann kann man anfangen, mit der Eisattacke Velie zu besiegen. Und es sollte dann auch Two-Shot sein. Es kann aber auch stellenweise komplett Runden wasten, für beispielsweise Konfusstrahl oder Verwurzler. Das ist fast noch besser, da muss man nicht mal mehr einen Gigasauger tanken. Und die restlichen beiden Pokémon sind dann nur noch Amaldo und Stolos. Zwei Pokémon mit Wasserschwäche, die definitiv keinen Wassermeteorologen auch nur ansatzweise überleben können. Da reden wir auch nicht mehr von Range, die sind definitiv One-Hit, egal was passiert. Und das bedeutet, dieser Fight hier ist auf Level 75 gewinnbar. Und das ist schon heftig, das habe ich selten gesehen beim Challenge-Pokémon, aber was soll ich sagen, Troys Pokémon sind halt relativ langsam und Formio hat hier ein unglaublich gutes Matchup, gerade auch beispielsweise gegen Stahl-Pokémon. Ich muss also festhalten, dieser Run hier war was ganz Besonderes. Der Anfang war grausam, als ich noch nicht mal Meteorologen hatte, war das Pokémon einfach mega schwach. Als ich dann aber endlich mal bei der dritten Arena mein volles Moveset hatte, wurde Formio 10-mal so gut plötzlich und hat das halbe Spiel gespeedrunnt. Die Liga allerdings war dann wieder ziemlich schwierig und hat mich vor einige Probleme geworfen, also das Ganze war ein großes Hin und Her und Ben und Svenja beispielsweise waren auch nicht gerade einfach. Es war ein sehr spezieller Challenge Run, aber ich muss sagen, ich liebe diese Gimmick-Pokémon und ihr könnt mir sehr gerne noch weitere davon vorschlagen. Ich finde es immer cool, wenn ein Pokémon einfach raussticht aus der Masse. Wie auch immer. Eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare. Denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich derzeit regelmäßig livestreame. Würde mich sehr freuen. Ich habe derzeit auch mal wieder ein großes Stream-Projekt am Laufen, von daher schaut gerne mal vorbei. Und da würde ich sagen, denkt auch bitte daran, diesen Kanal hier zu abonnieren. Und bei den 50.000 Abos wird es auch mal wieder ein kleines Special geben. Von daher werde ich schon mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Ich habe auf jeden Fall schon einiges geplant. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.